arbeiten muss. Ey, soll ich mal schreiben? Entweder so oder der wird dann feiern. Genauso wie Tanja. Ich sag auch immer, wenn ich sage, komm, dann ist das Spiel das. Nee, ruhig jetzt gewesen. Ich bin wieder nach Hause. Jetzt verlieren wir.
Ja, rückt ihr nach. Schade! Geil! Ja, Daniel Giesbers, 1-1 hier gegen Hilden. Für dich ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte? Für mich eher zwei verlorene Punkte. Gehen 1-0 in Führung. Wieder mal durch eine Standard kriegen wir das Gegentor. Ja, und insgesamt würde ich sagen, war das Spiel gerade in der zweiten Halbzeit sehr zerfahren. Und der Schiedsrichter hat sein Übliches dazugetan. Zuletzt gab es ja zwei Niederlagen in Serie. Was habt ihr heute besser gemacht und woran müsst ihr in den nächsten Wochen vielleicht auch noch arbeiten? Also insgesamt fand ich, standen wir defensiv ein bisschen sicherer wieder als die letzten beiden Spiele. Besser machen können wir noch in der Offensive, dass wir abschlussstärker werden und vielleicht auch mal hier und da aus der zweiten Reihe schießen. Und ja, insgesamt haben wir uns zu wenig Chancen erarbeitet, auch in den letzten beiden Spielen zuvor und heute auch wieder. Alles klar, besten Dank. Manuel, 1-1 unentschieden hier zu Hause gegen Hilden. Für dich ein verdienter Punkt oder wäre am Ende noch mehr drin gewesen? Sowohl als auch. Ne? Dann sagt man, glaube ich, geht in Ordnung. Das Ergebnis war ja nur Standardsituation, nur Freistöße. Hat ja mit Oberliga-Fußball eigentlich weniger zu tun. Wir haben noch versucht, denke ich, den Ball laufen zu lassen, aber die Spieler haben auch gemerkt, dass die Ballkontrolle einfach nicht so da ist. Dann fehlen dir die paar Zehntel an Sekunden, die du sonst hast, um weitere Entscheidungen zu treffen. Dann fängt man irgendwann an, Diagonale zu spielen, auf Standard zu hoffen, hat dann ja auch funktioniert, nur leider beim Gegner genauso und zu schnell dann auch zum 1-1. Ja, sind halt Bedingungen, da muss man sich mit abfinden. Da gilt es, wie so ein Eichhörnchen jetzt erstmal Punkte zu sammeln. Ist schon mal positiver, wie zu verlieren letztendlich. Und trotzdem finde ich, das hat mit Oberliga-Fußball also wenig zu tun. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gab es dann heute mal wieder den Punktgewinn. Was habt ihr heute besser gemacht im Vergleich zu den letzten Spielen und woran müsst ihr in den nächsten Wochen noch arbeiten, um wieder dreifach zu punkten? Ja gut, heute hatten wir einfach an sich noch ein paar Aufgaben zu bewältigen, weil Yannick Oenning dann aus der Startformation rausgegangen ist, nicht spielen konnte, dann der Captain runter muss, Jan-David Vollmering seine Sache gut erledigt hat. Also wie gesagt, du musst die Dinge einfach auch realistisch sehen. Wir haben Tacken defensiv besser gestanden, obwohl man bei der Standard dann auch denkt, okay, im Fünfer, drei Meter vorm Tor köpft der das Ding rein. Ne? Wie kann das jetzt wieder passieren? Ne? Bleibt ja dabei, über die Spiele, über die Dinge, die wir ansprechen, über die tägliche Arbeit und geht nur über Arbeit, sieht man ja jetzt hier auch, musst du dann defensiv die Qualität bringen, um überhaupt zu punkten in der Liga. Und Hilden ist ja jetzt auch nicht weit von uns entfernt. Manchmal ist es auch gut, dass der Gegner keine drei Punkte bekommt. Und dann denke ich, in Nievenheim auf Kunstrasen läuft der Ball zumindest schon mal wieder ein bisschen ruhiger. Und ja, da müssen wir da ansetzen, die ja auch wohl eine Menge gerade zu rücken haben nach dem Hinspielergebnis, dass wir da einfach weiter punkten dann und uns so irgendwo nach oben entschieben. Ja, du sagst es, tabellarisch geht der Blick jetzt erstmal nach unten oder wie schätzt du das Ganze ein nach zuletzt dann ja, einem Punkt aus den letzten vier Spielen? Ging mir darum einfach, dass man wachsam ist, dass man schaut, nicht in irgendeinen Strudel reinzugeraten, dass man weiter arbeitet und nicht denkt, wir haben Unglück, abgefälscht, Elfer, Rote, ne, so ist es nicht. Wir machen Fehler einfach in Situationen, die wir abstellen müssen, dann haben wir auch nicht so ein Unglück letztendlich. Ne? Und unten werden sich auch die Punkte abnehmen. Wichtig ist ja wie immer im Leben, dass du selber punktest, Spiele gewinnst und dich dann einfach irgendwo da um die Podestplätze dann vielleicht nochmal kümmern kannst. Ne? Das wäre natürlich für alle schön. Wir haben eine Menge investiert in der Hinserie, aber ich denke auch heute kann man sehen, dass die Mannschaft sich da voll reingehauen hat bei den Bedingungen und auch die Mannschaft war, die einfach dieses Spiel auch gewinnen wollte bis zum Schluss und nicht mit dem Punkt zufrieden war. Alles klar, besten Dank.